Hallo, meine Lieben. Zunächst mal die positive Nachricht. Die USA nennen Österreich als mögliches Vorbild beim langsamen Hochfahren der Wirtschaft. Denn zurzeit gibt es hierzulande eine konstant niedrige Infektionsrate. Ich hoffe natürlich, dass das auch weiterhin so bleiben wird, da bereits am 15. Mai mit der Öffnung von Restaurants und Lokalen begonnen wird. 12. Mai 2020. In Wuhan treten unerwartet neue Corona-Infektionen auf. Ebenso steigt die Zahl der Ansteckungen in Singapur. In den USA klettert die Zahl der Todesopfer auf über 80.000. Trotz steigender Infektionen lockert Russland die Ausgangsbeschränkungen. Kommen wir aber von der großen Welt wieder zu meiner kleinen, in der eigentlich alles seinen mehr oder weniger gewohnten Gang ging. Zunächst wurde bei René mal Fieber gemessen. Nicht. Der René hat einen neuen Fieberthermometer. Er hat gepiept, nein, er hat sich abgedreht. Was denn nun? Funktioniert er nicht? Er ist digital und der ist der absolute. Nein, ich weiß nicht, was ist. Na, aber du ihn weiter raus. Warte mal, jetzt haben wir 36. Jetzt haben wir 36, 2, 3. Ich weiß nicht, ich glaube, das war ein Fehlkauf. Wir werden doch wieder den. Quecksilber ist. Naja, vielleicht bin ich überhaupt. Vielleicht ist 36,3. Passt, okay. Vielleicht ist schon lang gesund, nur der Fieberthermometer war hin. Und jetzt verwenden wir das alte, gute Quecksilberthermometer. Und? Ich glaube, du möchtest mir am Sklavenmarkt verhökern, dass du immer noch gut filmst. So, nein, der hat ja nie was an. Was er ist. Der Wahnsinn. Sieht er was an. Aber er hat ja kein Gewand, wie wir wissen. Ja, ich weiß ja auch, wenn nichts zum Anziehen. Sag mal, was da steht. Vielleicht steht da schon was da. Also momentan steht 36,5. Nee, da kann man nicht 2 Sekunden reinstecken. Na, schauen wir mal. Und am Ende kletterte das Thermometer dann doch auf 36,7. Und ich begab mich anschließend zu meinem Computer. Der Zusammenschnitt meines Videotagebuchs erwies sich wieder einmal als ziemlich aufwendig. Und so verbrachte ich mehrere Stunden vor dem Bildschirm. Und weil ich ja nicht den ganzen Tag vor dem Computer sitzen kann, gehe ich jetzt mit René. Und weil ich jetzt den ganzen Tag nicht vor dem Computer sitzen mag, gehe ich jetzt eine Pflanze umpflanzen. Wie kann man das schöner sagen? Pflanze umpflanzen? Nein, umsetzen natürlich. Ah, Pflanze umsetzen kann ich auch machen. Nämlich genau welche? Die da. Diese hier nach dort. Na gut, wie kannst du die da? Das ist Na, ja sie ist ein bisschen eingepfercht, sage ich ja. Genau. Hat sich schon beschwert, die Pflanze? Verstehe ich. Ja, hat gesagt, sie kriegt da keine Luft, sie möchte woanders hin. Ja, also darf die Pflanze woanders hin. Und ich gehe jetzt auch woanders hin. Ich gehe auch ganz so, woanders hin. Ich kann den René auch umpflanzen. Wo willst du denn hin? Schau, da habe ich noch so viel Platz im Beet. Oder red, da. Red nicht, da. Sonst pflanze ich mich gleich selber. Solange du nicht fortpflanzt, ist okay. Nun aber pflanzte ich ein Blümchen fort. Oder besser gesagt, ich pflanzte die Funkie um, damit sie hinkünftig etwas mehr Platz haben würde. Und danach genoss ich noch die herrliche Ruhe im nahegelegenen Liechtensteinpark. Die sonnenhungrigen Besucher saßen in angemessenem Abstand zueinander, die meisten bereits ohne Maske. Auch Jonglieren war natürlich erlaubt. Es ist nicht so angenehm wie ein kurzer Spaziergang im Park, wenn die Sonne scheint. Muss ich euch kurz zeigen, ein sehr interessanter Baum. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber so schaut er aus. Das ist er. Und hier auf meiner linken Seite bereiten sich schon die ersten Restaurants auf die Öffnung vor. Denn ab dem 15. darf man wieder in Restaurants und Lokale gehen. Mit Abstand natürlich und allen möglichen anderen Auflagen, aber es wird bestimmt interessant. Naja, schauen wir mal. Und ich muss euch noch wen vorstellen, er ist so süß. Der Bär mit einer Maske, ein gutes Vorbild. Aber noch war die Zeit der Lokalbesuche nicht gekommen. Und so endete mein Tag, wie er begonnen hatte, nämlich mit der Fortsetzung des Videoschnitts. Er war jedoch noch nicht ganz zu Ende, denn am Abend
gab es noch das Online-Meeting des Sprachencafés mit Italienisch. Come sempre, è stato un vero piacere chiacchierare con tante belle persone. Grazie a tutti, a presto, ciao!